Willkommen zurück, liebe Vampire-Freunde. Achter Teil des Let's Plays zu Vampire The Masquerade Bloodlines Clan Quest Mod steht an. Mir ist es gelungen, hier in den sechsten Stock mit dem Fahrstuhl zu fahren. Ihr habt ja gerade noch die Türen schließen gehört. Das Passwort war doch 1203. Ja, das war so. Und jetzt sollen wir Hannah hier aufsuchen, weil sie hatte ja den Ghoul Paul mit dieser Epidemie infiziert. Paul ist leider verstorben, aber vielleicht kann Hannah uns noch sagen, wo sie diese Krankheit her hat. Dass wir quasi die Spur zurückverfolgen. Oh, hier liegt die Arme. Paul, ist das... Hey, du bist nicht Paul. Wer bist du? Was machst du hier? Paul hat mich geschickt. Ich bin ein Doktor. Sie hören sich ziemlich krank an, Hannah. Was ist los? I don't really know. I've taken all kinds of medicine, but I can't seem to get rid of it. I feel like I got a fever and a sore throat. I'm real weak. Can't seem to get out of bed. What day is it? I can't remember. Das hört sich wirklich schlimm an. Wo haben Sie das her? Wo haben Sie sich das eingefangen? Well, I think I got sick from one of my clients. I was feeling fine until I saw her a few days ago. Wer war dieser Klient? She was just a woman who called. She found my ad in the newspaper. Usually only do business with referrals, you know, but she was offered a lot of money. Was könnt ihr mir über diese Frau erzählen? Her name was Jezebel. Jezebel Locke. I'm usually not too good with names, you know, but hers was so strange. I can't seem to get it out of my head. Und wo haben Sie sie getroffen, Hannah? Wo ist Jezebel Locke? She had a room at the Empire Hotel. I can't remember the number. Hey, are you sure that Paul's okay? He's not sick, is he? Paul, geht's gut, Hannah. Mach dir um ihn keine Sorgen. Good. He's a nice guy. I hope he calls me again sometime. Ich bin mir sicher, das wird er, Hannah. I hope so. I really do. Ruhe in Frieden, Hannah. Ich werde gehen und mich um diese Jezebel Locke kümmern. So, jetzt haben wir unsere Menschlichkeit wieder auf Maximum. Gucken, ob es hier noch irgendwo was zu holen gibt. Manchmal ist das ja der Fall mit Kühlschränken oder ähnlichem. So, was wir mal nachgucken können, ist in der dritten Etage. Was mit dem Apartment da ist. Fünfte. Vierte. Dritte Etage. Ja, das ist ja das Zimmer von dieser gut betuchten Frau. Dann steht aber ganz schön viele Rechner hier. Oh, sie hat sogar ein Tresor. Safe. Das wird nix. Brauchen wir 6. Das sollten wir uns aber mal merken. Was mir auch gefällt, ist dieser Türrahmen hier. Nicht schlecht. Was ich jetzt brauche, ist auch Blut.
Das mache ich, nachdem ich Venus Bescheid gegeben habe, dass ich Boris erledigt habe. Sie hat mich übrigens noch gar nicht bezahlt für den ersten Job, oder? Erinnere ich mich da jetzt falsch, dass ich diese Rossen auf dem Parkplatz umgelegt habe? Ich wollte ins Erdgeschoss. Mann, dieser Fahrstuhl raubt mir den letzten Nerv hier. Durst. Da verbinden wir jetzt quasi Arbeit mit Vergnügen, indem wir jetzt hier unsere Arbeit erledigen und Venus berichten und davor noch mal ein bisschen Vergnügen, indem wir was trinken. I'm with somebody. There you are. Finished yet? Lass uns in deinem Büro darüber sprechen. What? Lass uns in deinem Büro darüber sprechen. Yeah, I can't hear you. Let's talk in my office. Das sage ich dir doch. Okay. I'm with somebody. Boris. Tod. That Boris is blood. Guess we're partners then. If you only knew what I had to do over the years to keep this place open, tell you what, partner. Come in every few days and I'll give you your cut. Here's tonight's. I've got some money to make us. I'll hold your share of the profits. Don't forget to drop by and scoop them up once in a while, hm? Du wirst mich wiedersehen, und zwar oft. Mach dir keine Sorgen. Auf Wiedersehen, Venus. Was ich auf jeden Fall jetzt tun sollte, wir haben ja so eine Unmenge an Geld. Wir sollten auf jeden Fall uns diese Klamotten jetzt kaufen. Wobei, da erledige ich erstmal den Quest für ihn, weil dann kriegen wir ja einen Rabatt. Deswegen wäre das Kaufen jetzt eigentlich unsinnig. Gut, keiner hat uns gesehen. Wie hoch ist unsere Schleichenfähigkeit eigentlich? 4. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Versuchen wir das mal schnell zu erledigen. Wie viele Erfahrungspunkte habe ich eigentlich? 25. Sauber, da würde ich sagen, nehmen wir nochmal einen auf. Bloodbuff auf jeden Fall. Das machen wir gleich. Ich muss nachdenken. So, wir müssen uns hier nämlich in Level 4 einschleichen und hier sind überall Gangster, sowohl von dieser lokalen Straßengang als auch von der Chinatown Gang.
Aber es gibt eine Möglichkeit, das vollständig ungesehen zu machen, indem man diese Schächte hier nutzt. Der immense Vorteil ist, es gibt nämlich sogar noch extra Erfahrungspunkte, wenn man das ungesehen schafft. Und das ist so das Ziel, was ich hier auch habe. Weil wir jeden Erfahrungspunkt brauchen, den wir kriegen können. Was ich eventuell einsetzen werde, ist dieses oder ist diese Disziplinbeherrschung hier, die Trance, wenn wir an jemandem vorbei müssen. Ja, sobald man Verdunkelung hat, ist diese Mission natürlich sehr, sehr einfach. Da braucht man gar nicht diese Schächte nutzen, sondern kann einfach verdunkelt an allem hier vorbeigehen. Zum Glück klappt das hier bis jetzt ganz gut. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es läuft momentan. Ja, sonst spiele ich ja eigentlich immer nur Tremere. Aber Ventru gefällt mir auch wieder sehr gut. Habe ich ja lange nicht mehr gespielt. Wir nähern uns sicher, aber langsam dem Ziel. Schön, dass der mich nicht sieht, obwohl ich da direkt vor ihm rumlaufe. Da scheint wohl ein Gedanken zu sein.
sie kommen. Wir müssen erstmal abwarten. Bis sie sich wieder zurückziehen. Das war knapp. See the money, but we can't let it. Because it's filled with newspaper? Really? Is that why? Oh, I should smash it. Starting again, bring the case out halfway when you want to see the money. Put it down in front of the guy. So he reaches for the doctor and grab his case. Ready to open up. Any second now, Usher says to a moment. Never know what hit him. Think they'll try something? Let's hope so. Wow, das war knapp. Er war schon mir auf den Spuren. Habt ihr ja gesehen. And as soon as they drop the money, I bend over, pick it up, duck low, and you open fire. What if they want to see what's in the case? If they do, drop it by accident and stop. Same thing, we'll start shooting. We've got the Macht er erstmal selber platt. Ja, mal gucken, dass diese Uzi auch mal nachgeladen wird. Dass wir noch genug Munition aufnehmen können. Hier scheint alles ruhig zu sein. Ja, wir haben alles gute Werte hier. Dank der Seelenstärke.
Eine Etage ist noch. Da haben wir das Gebiet aber sehr schnell befriedet. Wir haben jetzt auch schon 28 Erfahrungspunkte. Finanzen will ich mal auf 2 bringen. Partner! Ich habe die Aktentasche. Outstanding! Pass it over here, partner. Yeah, that's beautiful. Everything looks in order. Somebody somewhere got to be pissed off about losing this. Too bad I sent my man right here after him. All right, let me peel off a few bills for you, and I'll give you a discount from now on. I'll just drop this off to the new owner in the morning. Then I'm gonna get me a big old steak. Not that domestic stuff neither. I'm gonna order 32 ounces of Kobe beef, the expensive shit. You won't come? My treat. Ich muss leider passen. Ich bin leider tagsüber nicht verfügbar. So, ihr seht, wir haben jetzt Finanzen erhöht bekommen. Überleg gerade, was könnten wir jetzt eigentlich machen? Wir könnten ja jetzt. Also, ihr seht ja, unsere Fähigkeiten sind schon sehr mächtig mit unserer Seelenstärke und unserer Präsenz. Ich könnte das eigentlich mal hier investieren. Und Feilschen ist ja noch Manipulation. Weil ich habe immer noch Trips Quest offen. Ich glaube, das mache ich mal so. Erstmal nichts kaufen. Ich muss mal schnell was schauen. Wir gehen mal zu dem Empire Arms Hotel. Und werden mal mit der Jezebel Lock sprechen. Yes? May I help you? Haben Sie einen Gast namens Jezebel Locke? Yes. Miss Locke is one of our more, popular guests. Why do you ask? Ich brauche den Schlüssel zu Ihrem Zimmer. I can't do that. It's against hotel policy. Ich bin ein alter Freund von ihr und auf einem Überraschungsbesuch. I see. Well, in that case, perhaps I can make an exception. Here's the key to her suite. Have a nice evening. Danke, wir sehen uns. Believer, little morsel? Have you come for the kind of enlightenment only Jezebel can give? Ich verstehe, du bist Jezebel Locke. Yes, I am Jezebel. And I have such things to show you, little morsel. Such beautiful, dirty little things.
Won't you come into my parlor? Was zur Hölle geht hier vor? Oh, you cannot escape me, little morsel. One way or another, you and I will intertwine our beings on the way into the Ninth Circle, and I will send you forth, full of the sweet sickness I carry. Das hat lang genug angedauert. Es gibt keine andere Lösung als den endgültigen Tod für dich. Ja, ist leer. Nix drin. Was für ein Mist. Was für ein Buch habe ich überhaupt? Ich muss auch meine Intelligenz steigern. Das ist unabdingbar. Wir müssen eh jetzt zum Last Round. Da kann ich dann nochmal mit dem Regenten sprechen. Hello, Neonate. How can I be of assistance? Haben Sie ein paar Minuten, um mit mir zu sprechen? Of course. Ich suche immer noch nach dem Grund der Epidemie. I see. Well, return when you have more information. Okay, wir sehen uns. Okay, das heißt noch nicht, dass wir Strauss darüber informieren können. Dann sprechen wir mal mit Damsel. Ja, geh in die Gasse, geh in die Gasse. Ah, nein, tust du nicht. Schade. So ein kleiner Snack wäre gut.
Der geht da auch nicht rein. Was für ein Mist. Egal. Gehen wir erstmal zum Last Round. Um mal mit der guten Damsel zu sprechen. Ugh, Candy. Zu Paul. Oder Paul. Er ist tot. Wahrscheinlich schon seit einigen Tagen. Es war nicht gerade schön. We told him to burn the blood and go to the hospital. Said he thought he'd get over it. Men are stubborn that way. This proves the plaguebearer's gotta be found. Der Seuchenträger ist tot. Right on. Except we dusted a second one over near the convention center. They're part of some doomsday cult, apparently. No telling how many there are, but it's open season on all these sick sons of bitches. Ich werde nach dem Rest suchen. Auf Wiedersehen, Damsel. Da bleibt uns jetzt nur noch eins. Wir müssen mit den Obdachlosen sprechen. Also ganz frisch siehst du auch nicht mehr aus. Ich möchte mit dir über die Krankheit sprechen, die die Obdachlosen befällt. Oh, you do. Well, I don't believe you. You're after my aluminum cans, aren't you? Well, you're not gonna get them. Just get away. Was? Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Ich bin dein Freund vom Obdachlosenheim. Okay, all I know is that old Tin Can Bill, he's been jabbering about some kind of monster that took him somewhere and got him sick. And that's all I know, okay? And that's all I'm saying. Wo ist dieser Dosenbill? Well, you can usually find him down in his alleyway, just across from that bar over there. Danke, wir sehen uns. Oh. Ich habe einen kriminellen Verstoß begangen, weil ich mich gerade verdrückt habe. Oh crap. Muss ich mich mal hier verstecken? Zum Glück. Was alles passieren kann, wenn man sich einfach mal kurz verdrückt. Ich bin nämlich auf die Taste zum Trinken gekommen. Und von diesen Obdachlosen will ich als Ventru ja sowieso nicht trinken. Ah, hier ist Dosen Bill. Who's there, huh? Old Bill can't see too good these days. Is that you, Fred? I ain't got no booze tonight, so you may as well get the hell out of here. Es ist nicht Fred, Bill. Ich hörte, dass du mir ein wenig erzählen kannst, warum jeder hier so krank wird. Yeah, I might be able to. But I'm awful thirsty tonight, mister.
Could you spare $5 for a man who's been down on his luck? Sicher. Ich gebe dir die $5 gleich, nachdem wir gesprochen haben. Thank you much. I'm going to have to go pick up some hooch. For medicinal purposes, you know. Ja, ja, für medizinische Zwecke. Now I know you ain't going to believe old Bill, because I've been telling my friends and the cops and everyone since it happened. And people just say that it's the hooch talking and nothing more. Es ist schon gut, Bill. Ich glaube dir. It was a monster, you see. Monster with his face all twisted and ugly, teeth longer than your finger, and these eyes piss yellow and full of hate. I've never seen eyes like that before. Still giving me bad dreams. So, was ist passiert? He grabbed me, threw me over his shoulder, took me to the bad place, the dark place. Oh God, the smell, worse than anything I've. And then he bit me, my neck. Oh God, it was horrible. Don't remember too much after that. Blacked out and woke up here in my alley. Haven't been feeling too well since then. Bill, ich muss wissen, wohin dich dieses Monster gebracht hat. Came up through the sewers, he did. Just around the corner there. Don't want to go back to the bad place, friend. Don't let the monster come back and take me there. Bill, bleib bei mir. Alles wird wieder gut werden. Mach dir keine Sorgen, Bill. Jemand wird dafür bezahlen. So, ich denke, das ist jetzt der perfekte Moment, wo wir diese Folge hier beenden werden und uns dann im nächsten Teil um den kümmern werden, der den armen Bill so niedergerafft hat. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, schreibt sie bitte unter das Video. Ich würde mich freuen, mit euch ein wenig drüber zu reden und ansonsten sehen wir uns gleich zum nächsten Teil. Tschüss!